jetzt ist es wieder Zeit zu sparen hier bei Pearl TV in unserem großen Herbst-Sale. Und jetzt haben wir eine Produktkategorie, die wirklich richtig beliebt ist, auch schon in den vergangenen Jahren, weil man hiermit einfach steckdosenunabhängig seinen eigenen Strom erzeugen kann. Und das ist natürlich in vielen Fällen toll. Erstmal ist das natürlich ein super Sicherheitsgefühl und gerade auch mal bei einem Stromausfall haben Sie dann trotzdem Strom. Und es gibt noch viele weitere Anwendungsbereiche. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Wir haben 5 Stück an der Zahl und ich kann Ihnen schon jetzt sagen, bei einem ist die Nachfrage extrem groß und da sind wir wirklich auf den allerletzten Stückzahlen. Sieht bei den anderen nicht viel besser aus. Also ich kann Ihnen wirklich nur sagen, wenn ein Benzin-Inverter-Generator Ihrer sein soll, dann seien Sie bitte unbedingt schnell und heute im Herbst-Sale sparen Sie auch nochmal unfassbar viel. Ja, und achten Sie bitte drauf auf die Preisanzeige unten rechts. Wenn da ein roter Balken durchgeht, ist es zu spät. Und so weit würde ich es nicht kommen lassen. Sie kennen vielleicht Notstromaggregate und da haben viele schon drüber nachgedacht, das weiß ich. Es ist auch jetzt 1-2 Jahre her, da hat die Bundesregierung sogar zur Eigenverantwortung der Bürger aufgerufen, man sollte sich doch ein Notstromaggregat zulegen. Und dann schaut man mal, was so Sachen kosten, 500, 600, 800 oder 1000 Euro. Da denkt man, so dringend kann es ja jetzt gar nicht sein. Aber bei den Preisen, die wir heute haben, behaupte ich jetzt einfach mal, jetzt kann sich jeder ein solches Notstromaggregat holen. Und wir haben, Monika hat es gesagt, 5 verschiedene davon da. Und selbst wenn Sie jetzt gar keine aktuelle Anwendung haben, denken Sie an die ganzen Hochwasser, ich sage es jetzt mal, Opfer, die teilweise wochenlang ohne Strom waren. Und oftmals ist es so, dass in betroffenen Gebieten, schon bevor das Hochwasser kommt, wenn es angekündigt ist, die E-Werke den Strom abstellen aus Sicherheitsgründen. Und da ist man da schon mal ein paar Stunden ohne Strom. Hier, so wie Monika gesagt hat, Stromsicherheit, denn so Geräte machen es Ihnen möglich, 24 Stunden am Tag und 7 Tage in der Woche Strom selber zu erzeugen. Hier beginnen wir mit einem Generator. Hier kommt ganz normales Benzin rein, da ist nämlich ein Viertaktmotor drin, 14-Liter-Tank haben wir und damit kann ich jetzt 9 Stunden ununterbrochen Strom erzeugen und hier auch bis zu 2600 Watt und zwar im Dauerbetrieb, 2800 sogar in der Spitze, wenn ein bisschen Anlaufstrom gebraucht wird und das ist schon ein gewisses Maß an Sicherheit. Jetzt müssen Sie natürlich daran denken, alle unsere Geräte, die wir hier zeigen, sind Verbrennungsmotoren. Und die müssen im Freien benutzt werden. Und Strom braucht man meistens im Inneren, ob das im Keller ist, im schlimmsten Fall für eine Wasserpumpe, um den Keller wieder leer zu pumpen, oder ganz einfach, um die wichtigsten Haushaltsgeräte aufrechtzuerhalten, auch die Nachrichtenzentrale. Auch das ist hier möglich. Was Sie dann natürlich brauchen, ist noch ein Verlängerungskabel und oder eine Kabeltrommel. Aber Sie sehen, die sind schon links und rechts von mir. Die werden wir Ihnen am Ende der Sendung auch noch mit anbieten. Aber ich habe einfach nur eine Bitte. Wenn Sie jetzt auch sagen, ich weiß nicht, brauche ich das oder holen Sie sich bei diesen Preisen Ihr Gerät, das für Sie interessant ist. Das sind nämlich Preise, die sind wirklich so noch nie da gewesen. Das haben wir noch nie erlebt. Ja, deshalb seien Sie jetzt unbedingt schnell und lassen Sie sich diese einmalige Gelegenheit nicht entgehen. Hier in unserem großen Herbst-Sale sparen Sie genau bei diesem Modell 205 Euro. Und das ist wirklich jetzt mal eine Ansage. Also unbedingt bestellen, was Ralf auch schon gesagt hat. Man ist einfach dann auf der sicheren Seite, wenn man einen Benzingenerator zu Hause hat. Und wir schauen uns jetzt auch noch mal den regulären Preis an, damit Sie auch sehen, dass das stimmt, dass Sie ganze 205 Euro sparen. Und wir sehen hier bei pearl.de, wären wir als Preis jetzt schon bei 385 Euro und Ihr TV-Sonderpreis liegt hier bei 179,99 €. Das ist wirklich ein Spitzenpreis, deshalb seien Sie bitte schnell mit der ZX8240 und der 569 zu bestellen. Ich finde den auch wirklich super praktisch, dass der auch noch diese Griffe hat, dass man den auch einfach mal natürlich mit draußen herumtragen kann, aber vielleicht haben Sie auch einen festen Standpunkt, das könnte ich Ihnen natürlich auch echt empfehlen, wo Sie dann einfach hingehen, die Verlängerungskabel anschließen, die wir Ihnen dann auch noch zeigen und dann eben der Strom nach drinnen kommt. Eben. Jetzt noch einen kleinen Tipp bitte, Ersatzkanister dazu bestellen und den noch nebendran stellen, dann haben Sie eine gewisse Art von Sicherheit. Aber wichtig ist, alle 5 Generatoren, beziehungsweise wir haben ja gleich auch Inverter-Generatoren, die wir hier in der Sendung haben, bekommen Sie unter dem Einkaufspreis. Und das ist etwas, was ich bei Pearl TV in dieser Klasse noch nie erlebt habe und ich bin schon ein paar Wochen dabei. Das heißt, Sie kaufen jedes einzelne Gerät, welches für Sie in Frage kommt,
unter dem Preis, den ein Händler bei einem Großhändler bezahlen würde. Also es kann nirgends günstiger sein als hier bei Pearl TV. Man bekommt vielleicht irgendwo mal ein gebrauchtes Gerät für einen ähnlichen Preis. Da weiß man aber nicht, was das für Zicken hat, was das für Macken hat. Hier bekommen Sie fabrikneue Ware. Bitte darauf achten, vor dem ersten Mal in Betrieb nehmen. Das steht aber auch in der Bedienungsanleitung. Da müssen noch ein paar Tropfen Öl rein, wie in jedem Viertaktmotor. Ja, und aber das ist auch das Öl, das auch ins Auto kommt, also genau das Gleiche. Und dann natürlich Sprit rein. Die springen auch sehr einfach an mit ihrer Zugleine. Das ist nicht vergleichbar mit einem Zweitaktrasenmäher, wo sich manche schon wirklich verzweifelt gezogen haben. Hier geht das unglaublich einfach. Und Monika hat es gesagt, mobil ist er auch noch. Sie sehen hier links und rechts Griffleisten. Ich meine, wenn jemand zur Hand geht, ist es natürlich noch leichter. Ja. Aber den kannst du zu zweit dorthin transportieren, wo du willst. Ich habe heute mit Schrecken wieder die Wettervorhersagen für die nächsten Tage gelesen. Man hat immer so das Gefühl, es ist jetzt entspannter, es wird trockener. Wir hatten ja jetzt erst vor einer Woche die Hochwasser, die Bayern und Sachsen auch noch erreicht haben. Jetzt habe ich heute Hochwassermeldungen für ganz Baden-Württemberg gelesen. Und ich glaube, wenn man so mal Revue passieren lässt, was in den letzten Monaten passiert ist, wird das nicht weniger. Im Saarland gab es Überschwemmungen wie noch niemals zuvor. Viele haben gesagt, wir waren komplett überrascht, damit hat man nicht gerechnet. Und deshalb rechnen Sie mit dem Unmöglichen eigentlich und bereiten Sie sich ein bisschen drauf vor. Und ich denke, so mobilen Strom, auch hier mit diesem Stromgenerator, den kann man auch mal außerhalb von Hochwasser gebrauchen. Da gehe ich gleich noch ein bisschen näher drauf ein. Ja, deshalb seien Sie jetzt schnell hier in unserem Herbst-Sale. Haben wir Preise, die es noch nie gab hier bei Pearl TV. 205 Euro sparen Sie hier bei unserem ersten Modell. Wenn das jetzt Ihr sein soll, dann direkt bestellen mit der ZX8240 und der 569. Und regulär werden wir hierbei auch schon im super Preis-Hit bei Pearl.de bei eben 385 Euro. Also nutzen Sie da unbedingt die Gelegenheit aus. Jetzt machen wir aber weiter. Das war eben ein Benzingenerator und jetzt haben wir Benzininvertergeneratoren und da starten wir mit 1000 Watt und da sparen Sie ganze 200 Euro. Ja, und ich habe gerade schon mal aufs Display geschaut, ob er noch lieferbar ist. Ja, ist er noch und das ist auch ein unverschämt günstiger Preis. 139,99 Euro für einen Invertergenerator. Ja. Jetzt kommt das Zusatz davor, Inverter. Wer irgendwas mit Solar oder so zu tun hat, kennt dieses Wort Inverter, Wechselwandler. Und da ist auch ein Wechselwandler drin und was bewirkt das? Ganz einfach, der Strom, der erzeugt wird durch den Viertaktmotor, ist Gleichstrom. Und dann wird er im Gerät gewechselwandelt auf 230 Volt Wechselstrom. Was hat das für Vorteile? Erstens mal kann ich den Energiebedarf an die Drehzahl anpassen durch einen Drosselungs- oder Eco-Schalter. Und zum Zweiten kommt wirklich immer genau die richtige Spannung raus. Das könnte wichtig sein, wenn man auch mal empfindliche Geräte anschließen will. Also hier haben Sie den gleichen Strom wie aus der Steckdose, 230 Volt. Bis zu 1000 Watt können Sie hier anschließen. Und Sie sehen den Tragegriff. Man ist hier auch sehr mobil. Ja, den kann man einfach mal auch alleine, das möchte ich jetzt nochmal betonen, alleine mal in den Kofferraum stellen und zum Beispiel den Schrebergarten mitnehmen oder wo immer man gerade Strom braucht. Ich denke mit Grausen an meine Jugend, also nicht, weil die so schlimm war, aber an Details, und zwar so Baggersee-Partys oder Partys irgendwo im Grünen. Da mussten wir immer bei der Feuerwehr oder beim THW ein Notstromaggregat ausleihen. Da war jemand mit Hänger notwendig, da musstest du mit mehreren Personen das Ding transportieren und dann vom eigentlichen Partygeschehen am besten 50 bis 100 Meter wegstellen, weil das so laut war. Das ist hier nicht mehr notwendig, ja? Weil das können Sie alleine handeln und mit 1000 Watt kann man schon ganz schön was betreiben. Da ist eine Beleuchtung dabei, da ist die Musikanlage dabei, da ist auch mal ein Kühlschrank mit drin, unter Umständen sogar ein Durchlaufkühler und. Und die Möglichkeit, weil wir es hier gerade eingeblendet sehen, eine 12-Volt-Batterie damit zu laden, wäre auch gegeben, wenn denn da Not am Mann wäre. Aber das Wichtige ist natürlich die Steckdose. Und auch für zu Hause sollte es mal zu Stromausfällen kommen. Jetzt im Moment aktuelles Thema ja immer noch Hochwasser. Ja. Bei 1000 Watt, da kannst du auch mal eine richtig große Wasserpumpe anschließen. Auch wenn die Feuerwehr und das THW ihr Möglichstes machen. Irgendjemand muss immer länger warten, als er eigentlich will, weil die ja nicht alles auf einmal machen können. Und da kann man sich selber helfen.
weiterhelfen oder dann natürlich auch mal einen Heizlüfter anschließen, wenn es zu kalt ist oder andere wichtige elektrische Geräte. Wie gesagt, Verlängerungskabel oder Kabeltrommel wäre da natürlich zusätzlich noch zum Ersatzkanister sehr, sehr ratsam. Aber das hier ist, ich sag mal so, der kleine Notstrom. Mit 1000 Watt kann man schon einiges betreiben. Und durch diese Inverter-Generatorentechnik ist es eben auch sauberer Strom. Sie könnten hier auch mal wirklich einen hochmodernen Fernseher, einen OLED-LCD-Fernseher oder LED-Fernseher hier ganz einfach betreiben, weil die hätten bei einem reinen Generator, auch bei einem Dieselaggregat, hätten die Riesenprobleme, weil es Spannungsschwankungen gibt. Das Problem der Spannungsschwankungen hatten wir in Deutschland übrigens mal. Die Älteren erinnern sich und unsere Redaktion hat Gott sei Dank mal geschaut, wann das war. 1987, ist schon ein paar Tage her, wurde in Deutschland die Spannung umgestellt. Die in meinem Alter werden sich daran erinnern. Wir hatten früher 220 Volt. Jetzt haben wir 230 Volt. Aber am Tag der Umstellung oder in den Wochen danach sind unglaublich viele elektrische Geräte, Leuchtröhren oder auch Glühbirnen, sind da kaputt gegangen, weil sie diese 10 Volt mehr nicht ausgehalten haben. Sie erinnern sich mit Sicherheit, ich glaube, das war damals der größte Feiertag für die Glühbirnenindustrie. Ist nur eine Einschätzung von mir, aber ich kann mich wirklich noch daran erinnern. Und das kann eben heute auch passieren, dass wenn Sie mit der falschen Spannung an Geräte gehen, dass diese kaputt gehen würden. Bei unseren Inverter-Generatoren ist das nicht so, weil die saubere 230 Volt haben. Und auch hier ein unverschämt günstiger Preis. Wir schauen auf Perle. Ja, und da sehen wir auch, dass Sie ganze 200 Euro sparen dort als Preis sind, wenn wir bei 340 Euro und Ihr TV-Sonderpreis liegt hier bei 139,99 € für diesen Benzin-Inverter-Generator mit 1000 Watt. Die Bestellnummer, die ZX8102 und die 569, finde ich auch wirklich praktisch, vielleicht auch mal als zweiten Benzin-Inverter-Generator da zu haben. Weil man weiß ja wirklich nie, ich glaube, wir haben in den letzten Monaten und Jahren wirklich alles mal so mitgemacht, was es gibt. Aber man muss sich einfach mal darauf vorbereiten, auch auf das, was noch kommt. Deshalb seien Sie hier einfach clever und jetzt sparen Sie ja auch noch so viel. Deshalb nutzen Sie jetzt bitte unbedingt diese Chance aus und seien Sie bitte schnell. Und schnell sein ist jetzt hier auch bei unserem dritten Benzin-Inverter-Generator angesagt, weil da sind wir wirklich auf den allerletzten Stückzahlen. Der steht schon direkt neben mir. Ich gehe mal hier einmal rum. Ja, ich sage immer der große Bruder, weil Sie sehen, der sieht ganz ähnlich aus, aber deutlich erkennbar zwei Steckdosen. Das ist der eine Unterschied, aber die Leistung des Viertaktmotors ist natürlich auch höher. Hier können wir Geräte bis zu 2000 Watt in der Spitze, 1800 Watt im Dauerbetrieb betreiben. Also fast verdoppelt und das ist schon ein bisschen mehr. Und ich klebe gerade mit meinen Augen auf unserer Grafik, weil hier hat uns der Computer gesagt, heute im Laufe des Tages ausverkauft. Also da müssen Sie wirklich ganz schnell sein. Hier sehen wir auch noch separat USB-Anschlüsse da oben links. Also ich brauche nicht mal, wenn ich jetzt mal ein USB-Gerät, zum Beispiel das Handy, mit Notstrom laden will, muss ich nicht ein Netzteil und damit eine Steckdose belegen, sondern die Netzteile sind bereits integriert. Auch 12-Volt-Anschluss, um eine 12-Volt-Batterie zu laden, aber vor allem diese beiden. Diese zwei hier auch spritzwassergeschützten Steckdosen, die jetzt hier wieder zwei saubere 230 Volt rausgeben, bis zu einer Leistung von 2000 Watt. Und das unter 200 Euro. Ist noch nie da gewesen, wird es auch so nicht mehr geben. Auch hier schauen wir zum Vergleich auf den schon günstigen, das muss ich immer wieder betonen, schon günstigen Preis bei Perle.de. Ja, und da sehen Sie jetzt auch, dass Sie 289 Euro sparen im Vergleich zu dem Preis bei Perle.de. 199,99 € hier bei diesem wunderbaren Modell mit 2000 Watt. Aber hier sind wir wirklich auf den allerletzten Stückzahlen. Das kann jetzt wirklich in der nächsten Minute auch schon wieder umschlagen und das ist dann eben vergriffen und dann ist es eben auch weg. Deshalb seien Sie bitte schnell mit der ZX8101 und der 569 kommt dieser tolle Benzin-Inverter-Generator zu Ihnen und wird Ihnen wirklich richtig toll hier zur Seite stehen, weil damit ist man einfach auf der sicheren Seite. Jetzt steigern wir uns aber auch noch mal deutlich mit den Wattzahlen und jetzt gehen wir mal da einmal rüber. Ja, jetzt gehen wir hier zu unserem schwarzen, ich nenne es schon fast Strommonster. Hier sind wir jetzt in einem Bereich, der für viele wahrscheinlich das Optimum wäre. Denn hier können wir über die 230-Volt-Steckdosen, ich spreche jetzt mal nur von denen mit Motorleistung, wie
dieser Viertaktmotor bis zu 3500 Watt an Leistung dauerhaft entnehmen. Und jetzt, wenn man das mal vergleicht, also für viele sind Wattzahlen Watt. Ja, Watt will ich, was weiß ich. Ja, aber ich möchte das mal konkretisieren. Ein Stromkreis bei uns zu Hause, bei Ihnen genauso wie bei mir, ist im Normalfall mit 16 Ampere abgesichert. Das heißt, ich habe eine Leistungsfähigkeit von 3680 Watt an diesem Stromkreis. Das hält der aus. Hier sind wir nahe dran. Und das heißt, ich kann hier einen kompletten Stromkreis im Prinzip ersetzen. Ja, da sehen wir mal eine Notsituation, die ist von uns natürlich gestellt, aber in wirklich vielen, vielen Haushalten war es in diesem Jahr schon so, dass man plötzlich im Dunkeln steht. Ja. Und ja, wenn es dann noch kühler wird und die Heizung nicht geht und dann keine Informationsquellen mehr da sind, dann geht der Handy-Akku doch zur Neige, dann kommt man schon in Schwitzen. Ja. Wenn man alleine ist, überlebt man das einigermaßen. Aber man hat ja auch Verantwortung für Familie. Und jetzt nur mal, um die Zahlen noch mal ein bisschen zu konkretisieren, um sie greifbar zu machen. Zum Beispiel Ihre Küche, die ist ebenso mit 16 Ampere, also den E-Herd abgesehen, abgesichert. Monika, was hast du für Elektrogeräte in deiner Küche stehen? Ich habe auf jeden Fall meine Mikrowelle, ich habe meinen Sandwichmaker, meinen Smoothie-Maker, meinen Wasserkocher. Ja. Könnte sein, dass du noch einen Kühlschrank und einen Gefrierfach hast. Natürlich. Vielleicht noch den Dunstabzugshaube. Habe ich auch noch. Hast du auch Beleuchtung in der Küche? Ja, auch. Ja, man vergisst so viel. Stimmt. Aber das hängt ja alles an dieser einen 16-Ampere-Sicherung. Ja. Also sehen Sie, das ist ein Stromkreis. Auch bei Ihnen zu Hause wird es nicht viel anders aussehen. Da kommt vielleicht ein Gerät dazu, das andere fällt weg. Bei mir käme noch ein Eierkocher und ein Toaster dazu. Ja. Ja, aber so haben nur, um das mal greifbar zu machen, was sich mit 3500 Watt alles betreiben kann. Ja, natürlich im Freien benutzen, aber auch das ist ein Viertakter. Hier reichlich Benzin, ein 14-Liter-Tank ist damit drin und da können Sie wirklich stundenlang Ihren eigenen Strom erzeugen. Nochmal der Tipp, Ersatzkanister dazu. Aber wichtig ist auch hier der Eco-Schalter. Wenn wir uns den mal anschauen, der kann also Eco- oder Drosselungsschalter heißen. Das ist nur eine Namensgebung. Und wenn ich den einschalte, und jetzt, ich sage jetzt mal angenommen, ich würde jetzt Geräte mit 1000 Watt anschließen, also hätte eine Dauerbelastung von 1000 Watt, dann würde der Motor die Drehzahl anpassen an die Leistung, die ich brauche. Und das würde natürlich erstmal den Geräuschpegel schon mal erheblich reduzieren und auch den Spritverbrauch. Und deshalb kann man auch bei Inverter-Generatoren eigentlich gar nicht sagen, wie lange hält denn der Sprit, aber wie gesagt, Ersatzkanister, dann sind Sie auf der sicheren Seite. Und ich möchte auch mal mit dem Lärm, die machen natürlich Geräusche, ist klar, die sind ja nicht lautlos, kurz mal noch ein bisschen vergleichen mit dem Auto. Wenn Sie im Standgas irgendwo schälen, schnurrt Ihr Auto wie ein Kätzchen, wenn Sie einen Verbrennungsmotor haben. Wenn Sie mit 180 auf der Autobahn sind, ist er mal richtig laut, zumindest außen, wenn innen isoliert ist. Und im Standgas zu Hause braucht er ganz wenig Sprit, auf der Autobahn mit 180 braucht er ganz viel Sprit. So kann man das ungefähr vergleichen. Man wird hier nicht immer an die Volllast gehen, ja? Aber das ist eben der Vorteil bei Invertergeneratoren, dass wir durch diesen Eco-Schalter oder Drosselungsschalter das anpassen können und dementsprechend dann die Laufzeit und auch die Geräuschentwicklung erheblich reduzieren bzw. Laufzeit verlängern, Geräuschpegel reduzieren. Ja, deshalb greifen Sie hier zu. Ich finde das wirklich unfassbar, was man hier alles anschließen kann. Und damit ist man dann wirklich auf der sicheren Seite. Dann ist auch nicht mehr die Frage, oh, kann ich das jetzt noch anschließen? Weil hier stellt sich diese Frage dann eben auch gar nicht mehr. Also das ist wirklich hervorragend und auch Wahnsinn, was Sie hier heute sparen. Schauen wir uns mal direkt an bei Pearl.de, was Sie regulär hier für diesen Benzinwerter sonst bezahlen würden. Und da sehen wir es, wir wären bei 755 Euro und Ihre Preise. Preisersparnis liegt jetzt bei 465 Euro, denn Ihr TV-Sonderpreis liegt bei gerade mal 289,99 € für Ihre Stromversicherung. Also das ist wirklich super. Kommt übrigens auch noch versandkostenfrei zu Ihnen. Auch nochmal ein Riesenvorteil. Ja, und ich habe gerade, vielleicht haben Sie auch gesehen, beim Blick auf Pearl.de sogar ein Camping, ein Wohnmobil eingeblendet gesehen. Also man kann die natürlich auch mitnehmen. Viele auch in Schrebergarten, das ist ja kein Problem. Den kann man als starker Mann alleine, aber ich würde es zu zweit anheben. Ja, da sind zwei Griffe dran und kann ihn mitnehmen und kann dort überall was machen. Da sehen wir es beim Camping, ja, dann habe ich dort eine eigene Stromversorgung und Sie sehen den Abstand, ja, der ist hier 3-4 Meter und das reicht aus durch die wesentlich geringere Geräuschbelastung als bei einem reinen Generator. Hier sagt der Hersteller übrigens aus 7 Meter Entfernung, also so ein durchschnittliches Verlängerungskabel, ja, hören Sie noch ungefähr einen Lärm von 65 Dezibel. Das ist, ich sage jetzt mal, mittlerer Straßenverkehr.
Straßenlärm. Das ist also absolut erträglich, nicht vergleichbar mit dem Dieselaggregaten, die vielleicht bei Ihnen mal in der Nachbarschaft in der Baustelle gestanden sind und Sie morgens um 7 aus dem Bett geworfen haben. Das ist nicht mehr vergleichbar. Also holen Sie sich sowas auch für den mobilen Einsatz. Ja, Sie sparen 465 Euro. Also da stellt sich ja gar nicht mehr die Frage, ob man jetzt bestellt oder nicht. Man wird einfach bestellen und lassen Sie nicht so viel Zeit vergehen, weil sonst ist vielleicht genau auch dieses Modell eben schon vergriffen. Weil gerade zu diesem Superpreis, 289,99 €, ist das jetzt wirklich mal Ihre Gelegenheit. Die Bestellnummer, die ZX8283 und die 569. Und denken Sie eben auch an die ganze Familie, die eben hier auch dann bei dieser Stromleistung wirklich abgesichert ist. Aber jetzt kommen wir noch zu unserem Powergerät mit 4000 Watt. Ja, und das ist also wirklich unglaublich. Das ist unser Premiumgerät im Moment auch am beliebtesten. Ja. Und hier kann ich gleich mal sagen, regulärer Preis weit über 1000 Euro. Und Sie bekommen auch dieses Gerät unter Einkaufspreis für 399,99 Euro. Über die Transportfrage brauchen wir uns nicht mehr unterhalten. Ja. Monika zeigt es Ihnen gerade. Ja, das hat eine Trolley-Funktion. Dann brauchen wir uns hier auch über den Start eigentlich gar nicht mehr groß zu unterhalten. Der hat einen Elektrostarter, sogar per Fernbedienung. Im Notfall wäre natürlich noch so ein Zugstarter dabei. Aber hier Elektrostarter natürlich bequemer. Und über die Steckdosen, neben 12 Volt und natürlich auch USB-Anschlüssen, können Sie jetzt Geräte in der Spitze bis zu 4000 Watt betreiben, im Dauerstrom wieder 3500 Watt. Also das ist wieder fast ein kompletter Stromkreis. Warum unterscheidet man das? Der Anlaufstrom und der Dauerstrom, ganz einfach, weil einige Geräte, das kann bei Heizgeräten, auch bei Werkzeugen so sein, bei Bohrmaschinen zum Beispiel, dass sie im Anlaufen ein bisschen mehr Strom brauchen, mal 100, 200 Watt mehr. Und erst wenn sie sich dann beruhigt haben, um das mal so auszudrücken, dann sind sie im Dauerstrom. Bereich. Und deshalb hat man hier nochmal 500 Watt Spitze eingebaut, die kurzfristig verkraftet werden. Also das ist wirklich unser Premium-Modell mit dem Viertaktmotor mit knapp 6 PS oder, ja, wie man es heutzutage sagt, 4,6 kW. Und auch hier die Inverter-Technologie. Oben sehen wir auch wieder den Eco-Schalter, den ich gerade schon angesprochen habe. Und nebendran USB-Anschlüsse und auch 12-Volt-Anschlüsse. Und das ist einfach genial. Und ich möchte jetzt wirklich nochmal auf die Hochwasseropfer, die wir dieses Jahr schon hatten, Anfang des Jahres im Saarland, in Nordrhein-Westfalen, in Bayern, in Baden-Württemberg und jetzt aktuell wieder in Bayern und in Sachsen ansprechen. Ich glaube, ein Großteil dieser Menschen wohnt gar nicht im ausgewiesenen Hochwassergebiet. Also wenn ich in Köln 100 Meter vom Rhein weg wohne, dann weiß ich, es kommt ein Hochwasser. Aber wenn ich im Saarland irgendwo lebe, wo seit 100 Jahren kein Hochwasser mehr war, dann rechne ich nicht damit. Und deshalb finde ich auch, wenn Sie, ich weiß nicht, wie Sie wohnen, aber nicht irgendwo oben auf dem Berg wohnen, dann ist das im Prinzip jetzt eine trügerische Sicherheit. Ja. Wir haben gesehen, wie kleine Bächlein innerhalb von Sekundenschnelle, naja, sagen wir Minutenschnelle, zu reißenden Flüssen werden können, wie ganze Stadtgebiete plötzlich ohne Strom dastehen. Und zwar nicht nur während des Hochwassers, sondern oftmals dann auch noch länger danach, weil sehr, sehr hohe Schäden angeschlossen sind. Und das hier, egal welcher unserer Generatoren oder Invertergeneratoren, ja, ist eigentlich hier für diesen Fall eines längerfristigen Stromausfalls Ihre Versicherung, dass Sie die wichtigsten Geräte betreiben können. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Man könnte sich gerade mit diesem Gerät auch mal als Nachbarschaftshelfer anschließen. Ich habe das gesehen, dass in ganzen Straßenzügen die Keller ausgepumpt wurden. Aber die Feuerwehr kam mit Notstromaggregaten, mit ihren Wasserpumpen. Ja? Und die können nicht alle Häuser gleichzeitig machen. Ja. Das heißt, der hinten in der Reihe, der muss am längsten warten. Und wenn Sie dann da einer sind in der hinteren Reihe der Hausreihe, ja, und Sie haben das und vielleicht eine Tauchpumpe, die man an anderer Stelle auch noch für kleines Geld verkaufen, dann können Sie schon mal Ihren und vielleicht sogar den Keller des Nachbarn auspumpen und dann sind Sie der Held. Zusätzlich können Sie sich Informationen holen, weil Strom ist ja auch Information, weil Fernsehen, Radio, all das, die modernen Medien, auch Internet, braucht ja unbedingt Strom. Und wenn der WLAN-Router nicht mehr geht und der Laptop langsam oder auch das Handy langsam, aber sicher keinen Akku mehr hat, dann nützt das alles nichts, dann kriegen Sie keine Informationen. Und dann wird es immer früher dunkel. Hier kann man natürlich auch Licht anschließen. Also Sie sehen, es ist nicht so unsinnig, sich so etwas mal einfach präventiv, auch vorausschauend nach Hause zu holen. Und vor allem, wenn man jetzt sagt, Mensch, ich spare hier bei dem Modell, gerade bei diesem über 600 Euro.
Euro im Vergleich zu Pearl.de. Und glauben Sie mir, die Pearl.de-Preise sind schon absolut günstig. Ja, wir sparen hier übrigens 650 Euro im Vergleich zu Pearl.de. Und Sie sehen das jetzt auch gerade. Da wären wir bei 1050 Euro circa. Und Sie bezahlen hier eben nur 399,99 € für Ihre Stromversicherung. Also seien Sie bitte schnell. Gerade hier im Herbst-Sale ist die Nachfrage besonders groß. Ist ja auch kein Wunder bei dieser wahnsinnigen Preisersparnis. Die Bestellnummer bin ich Ihnen noch schuldig. Das ist die ZX 82 47 und die 569. Und ich finde alleine auch diese Trolley-Funktion wirklich hervorragend. Dann kann man es echt immer von A nach B mitnehmen. Was Sie jetzt noch brauchen, ist natürlich ein Verlängerungskabel. Und das haben wir jetzt auch noch. Ja, genau. Also alle Geräte muss man ja zwingend im Freien betreiben. Strom braucht man oftmals im Inneren. Wie kriege ich den Strom von draußen nach drinnen? Natürlich mit einem Verlängerungskabel. Wir haben hier die einfache Version, ein 5 Meter langes Kabel, das natürlich auch außen tauglich ist. Ja. Und das legen Sie dann dorthin, wo Sie Strom brauchen. Dann gerne eine Mehrfachsteckdose anschließen. Also Sie wissen, Sie können auch mehrere Geräte an ein Verlängerungskabel anschließen. Das wäre die eine Option. Und für kleines Geld einfach gleich mit Ihrem neuen Generator oder Invertergenerator mitbestellen. Ja, für gerade mal 19,94 € bekommen Sie hier eben ein Verlängerungskabel speziell für den Außenbereich. 5 Meter ist das lang, also damit sollte das auf jeden Fall ausreichen. Seien Sie da bitte clever und bestellen das direkt mit, weil dann haben Sie eben alles zusammen und können dann eben auch schon direkt loslegen mit Ihrem eigenen Strom. Die Bestellnummer, die NX 7394 und die 569. Und wichtig ist es auch, dass es eben speziell für den Außenbereich gemacht ist. Also kommen Sie bitte nicht mit einem Verlängerungskabel vom Innenbereich nach draußen. Das ist super gefährlich, das machen wir nicht. Also seien Sie clever und bestellen Sie das am besten mit. Dürfen Sie übrigens auch bestellen, wenn Sie keinen der Invertergeneratoren oder Generatoren hier bestellt haben. So außentaugliche Verlängerungskabel kann man immer gebrauchen. Mhm. Oder Sie haben schon zugegriffen in unserem Herbst-Sale mit einem der Generatoren, sagen, ja, Verlängerungskabel oder Kabeltrommel fehlt mir noch. Dann dürfen Sie das natürlich selbstverständlich auch einzeln bestellen. Ja, also seien Sie hier clever, bestellen das Verlängerungskabel am besten direkt mit der NX 7394 und der 569. Und wir haben aber gleich auch noch eine Kabeltrommel für Sie und das in Verbindung ist natürlich auch hervorragend. Und wie Ralf auch schon gesagt hat, natürlich auch zu verwenden, wenn Sie eben keinen Benzininvertergenerator haben. Solche Kabel kann man auch so immer richtig gut gebrauchen und auch hier bekommen Sie einfach eine richtig gute Qualität und auch wieder einen super kleinen Preis. Jetzt kommen wir zu der Kabeltrommel, die sogar 4 Anschlussmöglichkeiten ja, hat. Und vor allem wichtig, 25 Meter Kabel. Also wir können wirklich große Strecken überbrücken bis dorthin, wo man den Strom braucht. Bitte noch einen kleinen Tipp. Wenn Sie das anschließen, egal wo, das muss nicht mal ein Generator sein, und die Steckdosen dann nutzen, dann bitte das Kabel möglichst komplett aufwickeln, weil sonst hier so eine kleine Spulenreaktion kommt, da wird Wärme erzeugt und dann könnte es hier, da ist auch ein Sicherungsschalter, könnte es den raushauen, man weiß nicht warum. Im schlimmsten Falle könnte es sogar so ein bisschen, ich sag mal, verschmort riechen. Deshalb Kabeltrommel immer ganz abrollen, wenn Sie sie benutzen. Das ist ein Tipp, das wird Ihnen jeder Elektriker bestätigen. Aber für uns natürlich perfekt, um dorthin zu kommen, wo wir wollen. Jetzt mit 2 Steckdosen, ich sag mal, im normalen Wohnhaus bei Stromausfall würde ich eine Kabeltrommel sogar in den Keller machen. Was haben wir dort? Gefriertruhe, Heizungsanlage könnte dort sein. Und auch wenn Sie Gas- oder Ölbeheizung haben, die braucht Elektrik für Steuermodul und für die Pumpen. Die könnte man hier anschließen. Problemlos und natürlich eine Kabeltrommel dann in die Wohnräume, um die wichtigsten Geräte, die für Sie wichtigsten Geräte anzuschließen. Da hat jeder andere Prioritäten. Bei mir wäre, ich glaube, das Erste, was ich mir machen würde, wäre meine Kaffeemaschine anschließen, erstmal einen Kaffee machen und dann mal schauen, wie es weitergeht. Also seien Sie auch clever und bestellen hier diese Kabeltrommel direkt mit, auch hier wieder zum kleinen Preis. Gerade mal 52,24 € und das ist auf jeden Fall super sinnvoll. Die Bestellnummer, die PV 9349 und die 569 und das macht wirklich Sinn, das einfach direkt mitzubestellen, weil Sie ja wie gesagt diese Benzininvertergeneratoren nicht im Innenbereich verwenden dürfen. Deshalb seien Sie clever und bestellen Ihr Verlängerungskabel direkt mit. Aber kommen wir nochmal hier auf die Benzininvertergeneratoren zu sprechen. Das ist wirklich der Wahnsinn, wie viel Sie hier heute sparen in unserem Herbst-Sale. Und denken Sie, bei dem Modell mit 2000 Watt sind wir auf den allerletzten Stückzahlen. Das geht aber bei unseren anderen Geräten genauso einher. Also seien Sie da auch wirklich richtig schnell und clever. Und es ist auch einfach clever, wenn man jetzt investiert. Ja, vor allem
so günstig kann es nicht mehr werden. Das ist unser Herbstsale. Es lohnt sich auch, weiter bei uns im Programm zu sein. Wir haben noch viele, viele interessante weitere Produkte im Herbstsale. Einige sind schon ausverkauft, andere werden heute ausverkauft, aber unbedingt dabei bleiben und ihr Schnäppchen machen. Ja, also suchen Sie sich einfach Ihren Benzin-Invertergenerator oder eben auch für diesen Preis vielleicht gleich zwei bestellen, weil dann sind Sie natürlich auch immer auf der sicheren Seite und einfach abgesichert. Also am besten jetzt zum Hörer greifen und bestellen. Viel Freude damit!